erleben wir heute den Startschuss für die Jahresendrallye? Durchaus möglich, denn wir haben auf der einen Seite eine ziemlich pessimistische Stimmung, eine ziemlich geringe Investition etwa von Vermögensverwaltern, Investitionsquote, und auf der anderen Seite sehen wir technische Indikatoren, die eine deutliche Sprache sprechen und eine Gegenbewegung nach oben durchaus wahrscheinlich machen. Ist damit das alte Muster, Aktien gehen immer nur nach oben, die Notenbanken haben ein Sicherheitsnetz unter den Hintern der Aktienmärkte gespannt, ist dieses Narrativ dann praktisch wieder voll intakt in 2022? Nein, die Wahrscheinlichkeit ist gering, die Party ist wohl weitgehend schon vorbei. Jetzt ist sozusagen nochmal Restesaufen angesagt, könnte man sagen. Und die hübschen Damen sind auch schon gegangen. Also da ist dann eben vielleicht das Beste schon abgefrühstückt. Aber man will eben und man kann jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen Party feiern, nachdem all das nicht so richtig funktioniert hat mit der Jahresendrallye und möglicherweise jetzt nochmal ein bisschen Euphorie bei den Bullen und nächstes Jahr Schlachtbank in manchen Sektoren, sieht es danach aus. Eins nach dem anderen. Wir haben den Dow Jones etwa, wie CNBC hier voller Furcht berichtet, mit 430 Punkten im Verlust. Wir sehen jetzt Meldungen, dass die Omikron-Variante jetzt für 73% aller Corona-Infektionen zuständig ist, also praktisch jetzt in sehr kurzer Zeit Dominanz erfahren hat. Das war ja einer der Gründe, warum es gestern nach unten ging. Und der andere Grund war das Nein von Joe Manchin zum Build Back Better Programm. Was bedeutet viel weniger Infrastrukturprogramm, weniger Stimulus. Auf der anderen Seite aber eben auch bedeutet, naja, das ist alles gar nicht so schlecht in Sachen Inflationsentwicklung, denn Build Back Better hätte die Inflation nach oben gebracht. Und Omikron, wenn die Leute sich zurückhalten, dann ist die Nachfrage auch ein bisschen zurückhaltender und dementsprechend vielleicht gar nicht so schlecht diese ganze Geschichte. Dazu gleich mehr. Jetzt könnte man sagen, wie hier ein Analyst sagt, ja, auf der einen Seite sind einige Bereiche des Marktes bereits überverkauft, gar keine Frage, aber diese Buy-the-Dip-Mentality, die seit der Corona-Krise oder Beginn der Krise 2020, Februar, März, vor März dann so gut funktioniert hat, gerade bei den inzwischen so teuren Werten, High Multiple Corners of the Market, ist letztendlich bedingt gewesen durch eine Welle von Stimulus, die nun abebben wird. Genau das ist das Problem. Dieser Stimulus einerseits durch die Fed, der ist praktisch schon abgeebbt oder wird sehr schnell abebben und dann möglicherweise eben einer Ebbe weichen, einer Liquiditätsebbe weichen. Und vom Staat kommt jetzt auch nichts mehr, wenn Build Back Better eben nicht in Kraft gesetzt wird. Das ist das Thema. Und so sehen wir, dass der S&P 500 jetzt in den letzten drei Tagen auch 3% gefallen ist. Schlechtester Drei-Tages-Run seit September, der Nasdaq ist 3,76% gefallen, das ist die schlechteste Drei-Tages-Performance seit Mai. Wenn wir uns mal anschauen, welche Sektoren gestern gefallen sind, sehen wir Consumer Discretionary, das sind so Werte wie Tesla dabei, nee, Tesla heißen die, glaube ich. Und dann haben wir Industrials, also Reopening Story, wir haben Materials, die ganz schwach sind, wir haben die Financials, die schwach sind, eben alles Energy schwach, also alles, was so eigentlich profitiert, wenn auch Optimismus für die Wirtschaft da ist, wenn Reopening-Freude da ist, dann ist alles schick, dann ist alles wunderbar. Wir sehen gleichzeitig, dass die Indizes, die großen US-Indizes, jetzt wichtige gleitende Durchschnitte gebrochen hatten. Der S&P 500, den 50er-Durchschnitt, die Small Caps, also Russell 2000, den 200er, der Nasdaq, den 100er, und der Dow Jones testet schon den 200er. Hier sehen wir jetzt mal Value to Growth im Russell 3000. Und da sehen wir hier einen potenziellen Doppelboden bei der Value. Also gestern auch Value natürlich verprügelt. Omikron, Lockdown. Da macht man sich Sorgen. Aber es ist erst einmal, wie es ist. Unten sehen wir den S&P 500, der ziemlich genau auf das Hoch, das wir im September gebildet hatten, aufgesetzt hat, von dort aus gedreht hat. Das ist also kurzfristig nicht so schlecht. Dann sehen wir oben den selbigen S&P 500, der zwar aus seinem Trendkanal rausgefallen ist, aber durchaus an die untere Begrenzung des Trendkanals nochmal ranlaufen kann, zumal wir jetzt typische Verfallserscheinungen gesehen haben, die um den 19. 20. herum stattfinden. Da sehen wir in der Regel Schwäche um die Verfallstermine herum und Freitag war ja der große Verfall.
Verfall sogar. Also hier sehen wir, das ist durchaus jetzt erstmal okay. Und wir sehen etwa im Nasdaq Composite, jenem Index, der über 3000 Werte enthält, sehen wir eine bullische Divergenz sowohl beim RSI, also relative Stärke Index, das ist oben das Ding, und unten sehen wir die Stochastik auch mit einer bullischen Divergenz. Wir sehen hier eine Wedge nach unten, deren Bruch nach oben dann ein kurzfristig bullisches Signal liefern würde. Jetzt lese ich ja gelegentlich auch die Kommentare auf meine Videos, da heißt es dann, ja, jetzt der Fugmann, ja, kurz vor unterm Allzeithoch wird der Mann bullisch. Man muss eben immer die verschiedenen Zeitebenen auseinanderhalten. Kurzfristig kann sehr wohl was nach oben gehen. Mittelfristig vor allem in einigen Sektoren, und einen Sektor sehen Sie hier, nämlich den Nasdaq, bin ich da deutlich weniger optimistisch. Also letztendlich geht es immer um die Zeitperspektiven, um das Timing, und kurzfristig, wie gesagt, kann Ebbes nach oben kommen. Jetzt kommen die Goldman Sachser, die ja eigentlich fest mit einer Weihnachtsrallye schon gerechnet hatten und dann ein bisschen wahrscheinlich auf die Mütze bekommen haben und sagen jetzt, ja, guckst du, also hier kommt ja extreme Zuflüsse im Januar, 125 Milliarden Dollar gehen da im Januar an die Märkte, das ist mehr als in jedem anderen Monat des Jahres. Also das ist doch mal ein bisschen was bullisch, und man erzählt sich am Trading Desk von Goldman Sachs schon die Geschichte, die ich gestern im Marktgeflüster angesprochen habe. Ja, das ist ja mit Omikron, das könnte die Fed ein bisschen weniger jetzt hawkisch machen. Die könnte also abwartender agieren und sagen, ah, wir müssen jetzt mal gucken, wie diese Risiken um und bei mit dieser neuen Variante eben der Fall sind. Und wir haben Kollaps erstmal von Build Back Better, das heißt 1,75 Billionen an fiskalischen Stimulus fallen weg, und damit wäre sozusagen der fiskalische Gegenwind sogar relativ stark. Auch das könnte die Fed von einer restriktiveren Geldpolitik abhalten. Aber Mr. Manchin hat gesagt, ja, also ich bin durchaus nochmal gesprächsbereit, macht es ein bisschen eine Änderung, vielleicht können wir dann was drehen. Also der Mann, der gestern abgesagt hat, der zeigt seine Gesprächsbereitschaft. Heute wird der Joe Biden eine Rede halten. Große Reden kennt man von ihm jetzt weniger, aber sei es drum. Jedenfalls wird es dabei nicht gehen um einen Lockdown. Also das wird Joe Biden nicht verkünden. Davor hatten die Amis ja auch ein bisschen Angst, dass man da wie jetzt der Holländer da kommt in der Lockdown. Jetzt gucken wir uns das saisonale Pattern nochmal an. Also wenn jetzt Jahresendrally nicht startet, jetzt so um den Dreh, wann dann? Das zeigt die obere Grafik. Die untere zeigt Ähnliches, dass in Nachwahljahren eben dann normalerweise ja in der zweiten Dezemberhälfte etwas geht. Jetzt haben wir aber, oder sollten wir mal unterscheiden, was eigentlich hier der Fall ist. Wir sehen die Top 15 teuersten Aktien aus dem S&P 500. Dazu zählt die Firma meines drittbesten Freundes Elon Musk. Da sehen wir, dass diese Firmen in der Regel schon seit Februar unter Druck sind. Die Bewertungen sind unter Druck. Das heißt, dieses Schiff, das hat vorher schon umgesteuert. Hier sehen wir schon seit längerem Signale, dass diese Werte, die schlicht zu teuer sind, und dass eine Tesla zu teuer ist, muss man wahrscheinlich nicht großartig erzählen. Da gibt es einige religiös Veranlagte, die noch glauben, das sei alles gerechtfertigt und ist noch viel zu billig. Aber ansonsten ist natürlich klar, dass solche Bewertungen, solche Kursgewinnverhältnisse von 1300 nicht so nachhaltig sind, dass etwa eine Firma, die 1,5% der weltweiten Autoabsätze hat, aber mehr wert ist als alle Autofirmen der Welt zusammen. Das muss man mir erklären. Ich habe damit meine intellektuellen Schwierigkeiten, und wir sehen die Märkte langsam auch. Hier sehen wir, dass eigentlich diese Expensive Stocks schon länger ein bisschen hinterherhinken. Und wenn wir jetzt mal gehen in die History, willst du wissen, wie Zukunft ist, musst du gucken in der History, damit du ein bisschen Strömungen erkennst von der Vergangenheit, Gegenwart erklären kannst und dann Prognosen geben kannst auch auf die Zukunft. Jedenfalls, wenn wir in diese History mal ein bisschen eintauchen, und dann sehen wir, je schneller die Inflation steigt, umso schlechter Tech Returns, also die Gewinne oder die Performance der Tech-Aktien. Wenn wir nämlich in der Top-Dezile, also in den obersten 10% der Inflationszahlen sind, und wir sind ja jetzt so mehr in der obersten 1%-Zahl, höchste Inflation ja seit
den 70er Jahren auf jeden Fall. Und dann sehen wir, dass der Nasdaq die schlechteste oder das Nasdaq-Werte, das Tech-Werte die schlechteste Performance haben mit minus 10,25%. Durchschnittlich seit dem Jahr 1977. Je geringer die Inflation, desto besser ist es. So ist die Lehre aus dieser Grafik und dementsprechend glaube ich, solange Inflation ein Thema ist, werden die Tech-Werte es jetzt schwer haben, vor allem die teuren und die unprofitablen. Andere sind da durchaus vielleicht anders aufgestellt, je nach Unternehmen. Wenn wir uns jetzt mal das große Bild anschauen, dann sehen wir hier eine Grafik von Kimberly Clark, Chart Solutions, und sehen, dass wir hier, wie er sagt, eine bearish rising wedge Pattern vor uns haben, deren Bruch oder dessen Bruch ziemlich übel wäre, sozusagen zeigen würde, dass hier diese Party eben zu Ende ist. Und früher oder später erwarte ich diesen Bruch, eben weil dann sehr hoch bewertete Unternehmen, die schlichtweg zu teuer sind, dann eben ein bisschen günstiger werden im Rahmen dieser geldpolitischen Wende durch die Fed, die auch durch Omikron nicht aufgehalten werden kann. Dementsprechend müssen wir nochmal, ich sage das noch einmal, damit es vielleicht auch wirklich begriffen wird. Ich weiß, dass manche ihren eigenen Spleen da ein bisschen fahren, aber es ist, wie es ist. Ich muss klar unterscheiden zwischen verschiedenen Zeithorizonten. Kurzfristig kann es sehr bullisch sein oder kann es nach oben gehen, mittelfristig. Und vor allem im Tech-Bereich wäre ich da eher vorsichtig. Und wir sehen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn auch mal was nach unten geht, zumindest für den US-Arbeitsmarkt. Denn es ist so, dass fallende Hauspreise und Stock-Values zwischen 2006 und 2010 viele dazu bewogen haben, nicht aus der Labor Force auszuscheiden, also nicht sozusagen das Arbeiten aufzuhören. Die waren gezwungen weiterzumachen, weil eben die Hauspreise gefallen sind und auch das Aktiendepot nicht mehr so viel wert war. Jetzt sehen wir ja die Situation, dass viele Amerikaner sich sagen, oh, warum soll ich arbeiten, mein Aktiendepot ist schick, mein Haus wird immer mehr wert, Vermögenspreisinflation, also was soll ich da arbeiten? Aber diese Leute fehlen jetzt dem Arbeitsmarkt, was ein Grund für die inflationäre Entwicklung ist, eben diese Suche nach Arbeitskräften, diese Lohnpreisspirale, die in den USA anders als in Europa schon begonnen hat. Und diese Inflation, by the way, die wird viele ziemlich hart treffen jetzt um die Feiertage. Hier zum Beispiel in Deutschland auch Weihnachtsgans, ein bisschen was teurer und. Also hier werden einige Sachen teurer. Das gilt auch für die USA und da werden einige Traditionen sozusagen ein bisschen erschwert, ein bisschen erschüttert. Und wenn wir jetzt von dieser geldpolitischen Wende sprechen, von dieser, die Flut hebt alle Boote und wenn die Flut vorbei ist, dann sieht man, wer nackt gebadet hat. Dann werden wir ein paar Nacktbader, besonders in diesem To-the-Moon-Segment erleben, also zum Mond, also diese AMCs, GameStops dieser Welt, deren Anhänger glauben, da ist also die maximale Zukunft, das ist eine Amazon. Dabei gibt es Amazon vielleicht einmal in 10 Millionen Firmen, wenn überhaupt. Und genau diese Geschichte wird dann in die Luft fliegen. Es ist sozusagen ein Encouragement of Belief, also die Leute motivieren sich sozusagen selbst zu glauben. Es ist letztendlich so, dass hier Taktiken angewendet werden, wenn solche Gerüchte gestreut werden, die dann intellektuell oder sagen wir mal geistig theoretisch ausformuliert werden, warum jetzt GameStop die Technikplattform der Zukunft ist. Ich habe selten so gelacht, als ich das gelesen habe, aber manche glauben dran. Gut, der Glaube versetzte Berge, nur manchmal prallt man dann eben frontal mit dem Gesicht auf den Felsen, das ist das Problem. Hier eben, man produziert Greater Fools, die also an solche Geschichten glauben und das fällt dann schwerer, wenn die Liquiditätsparty ein bisschen vorbei ist. Kommen wir zur Türkei. Hier tut sich Erstaunliches. Die Lira crasht nach oben zur Abwechslung. Wir sehen also etwas, was wir so noch nicht gesehen haben. Von 18 Dollar Lira von 18 auf 11 irgendwas runter. Das sind Extremsbewegungen, nachdem Rajib gestern gesagt hat, ja guckst du, wir werden alle entschädigen, die Lira haben, wenn sozusagen die Lira so abwertet gegenüber sogenannten Hard Currencies, also Dollar etc. Und dass die Verluste dann höher sind als der Zinssatz,
der in der Türkei von Banken gezahlt wird. Also praktisch eine Art, wie soll man sagen, Verlustentschädigungsgarantie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Türkei hatte den Vorteil, der Staat ist gar nicht so hoch verschuldet, die Unternehmen sind verschuldet, die Konsumenten sind verschuldet. Und dementsprechend versucht der Erdogan jetzt sozusagen mit einer Staatsgarantie gegenüber Währungsverlusten zu agieren. Ob das gut gehen kann? Nein, es kann nicht gut gehen, aber es wird kurzfristig viele auf den falschen Fuß erwischt haben. Wir werden heute bei Finanzmarktwelt einen Artikel darüber platzieren. Wir sehen in China jetzt einen Hafen, Dongxing, in Richtung Vietnam gelegen. Dieser Hafen, der jetzt erstmal zumacht wegen Corona. Man glaubt es kaum. Das ist die Gefahr, dass sozusagen die Chinesen jetzt wieder dicht machen und wir dann eine weitere Eskalation von Lieferengpässen, Materialmangel und damit inflationären Tendenzen sehen. Die Chinesen selber aber, die steuern bereits um, wie wir hier sehen. Kreditimpuls beginnt jetzt positiv zu werden in China. Das ist eine für die Welt wichtige Nachricht, die allerdings erst in einigen Monaten wichtig oder wirksam wird, könnte man sagen. Die Chinesen haben ja ihre ultralaxe Geldpolitik vorher beendet, vor den Amerikanern, vor den Europäern sowieso. Dieser Kreditimpuls hat sich negativ dann ausgewirkt, einige Monate später. So wird es diesmal sein, dass sich das dann einige Monate später positiv auswirkt. Nicht positiv sind derzeit die deutschen Konsumenten gestimmt. GfK ziemlich deutlich gefallen, -6,8. Jetzt runtergekommen. Ganz klar, diese ganze Corona-Einschränkungsgeschichte, die belastet ein bisschen und wir sehen, und Inflation belastet ein bisschen, weil die Preise immer teurer werden. Wir sehen aber auch, dass jetzt wahrscheinlich der nächste Schock vor der Tür steht in Sachen Inflation. Russland hat jetzt die Gaslieferung durch die Jamal-Plattform Pipeline gestoppt. Das ist ja diese Plattform, diese Pipeline, die über Weißrussland durch Polen nach Deutschland geht. Und jetzt ist es nicht nur so, dass die Gaslieferungen da gestoppt werden oder wurden, sondern jetzt gehen Gas wieder aus Deutschland Richtung Polen, Richtung Russland, weil die Russen nämlich selber jetzt einen Temperatureinbruch haben und sich sagen, ja, mein Gott, die Deutschen mit dem Nord Stream, da stellen sich ein bisschen an, dann nehmen wir das Gas halt selber, wenn wir frieren, gell? Aber Frau Baerbock wird das schon richten. Wenn wir frieren, dann wird uns unser Gewissen erwärmen. Das ist doch auch eine Qualität, wie man sie selten irgendwo findet. An diesem Gewissen wird die Welt genesen. Und genesen werden auch die Mindestlöhne, 25% Anhebung jetzt, wie durch die Ampelkoalition vereinbart. Und das in Kombination mit Nord Stream 2, das wahrscheinlich nicht, wenn überhaupt nicht, vor Sommer 2022 genehmigt wird, was die Energiepreise im Winter wahrscheinlich auf nie gesehene Höhen treiben wird, damit die Inflation weiter eskalieren wird. Das sind interessante Prozesse, die da ablaufen. Ich werde in diesem Artikel über den Mindestlohn und all diese Entwicklungen, die da stattfinden, unter dem Video verlinken und wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen drittletzten Handelstag der Woche. Wie gesagt, Unterscheidung kurzfristig, mittel- und langfristig. Kurzfristig kann man optimistisch sein, mittel- und langfristig, vor allem für bestimmte Sektoren, eher nicht. Ich sag Servus und Ciao.